Sarvangasana, Schulterstand, gehört zu den 12 Grundstellungen der Yoga-Vidya-Grundreihe. Sarvangasana ist eine Umkehrhaltung und kultiviert die Flexibilität im Nacken. Elena zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von hier gibst du die Arme neben den Körper, Handflächen nach unten und du hebst die Beine hoch und dann das Becken hoch. Du unterstützt den Rücken mit den Händen und kommst zu einem sehr geraden Stellung. Sarva heißt alles, Anga heißt Glied, Körper, Sarvanga heißt der ganze Körper, alle Körperteile und Asana heißt Stellung. Sarvangasana hilft, den ganzen Körper zur Harmonie zu bringen. Dadurch, dass die Beine oben sind, fließt das venöse Blut vermehrt hinunter. So ist diese Übung sehr gut für den ganzen Blutkreislauf. Es erhöht die Fließgeschwindigkeit des Blutes, was auch verjüngend wirkt. Sarvangasana ist auch eine gute Harmonisierung für die Schilddrüse. Die Schilddrüse reguliert das Aktivitätsniveau von Körper und Geist. Und wenn du Sarvangasana regelmäßig übst, wird die Schilddrüse harmonischer funktionieren. Sarvangasana hilft auch zu einer guten Bauchatmung. Du kannst ja eigentlich nur mit dem Bauch atmen. Wenn du also in dieser Stellung tief ein- und ausatmest, dann wird automatisch das Zwerchfell aktiviert und auch entspannt. Sarvangasana ist eine Übung, die zwischen Shirshasana Kopfstand und Halasana Pflug kommt. Gegenstellung zu Sarvangasana sind Setu Bandhasana, Chakrasana und vor allem Matsyasana. Alle Informationen zu Sarvangasana mit vielen Variationen und vielen Tipps findest du auf der Yoga Vidya App und auf www.yoga-vidya.de.